heute in Haaren im Emsland bei unserem Partner Berki. Unser Müllsammelboot sieht man im Hintergrund, das wir gemeinsam mit Berki und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz weiterentwickeln, um es für das Einsammeln von Müll zu optimieren. Wir haben in den letzten Jahren viel Energie in die Entwicklung der Plattform investiert. Ein Konzept, das wir auch weiter verfolgen. Aber wir haben hier die Möglichkeit, das Gesamtkonzept noch weiter zu optimieren, indem wir unsere passive Technologie aus der Vergangenheit jetzt durch eine aktive Technologie eben kombinieren können, um damit den Planeten aufzuräumen. Es gibt natürlich noch viele Leute, denen gar nicht bewusst ist, dass sie ein Müllproblem haben. Weil wo kommt der ganze Müll her? Der wird natürlich ins Wasser geworfen. Und warum wir da reingeworfen? Weil man kein Bewusstsein dafür hat. Das heißt, wir müssen einerseits uns darum kümmern, dass die Leute ein Bewusstsein dafür bekommen. Und wenn das Bewusstsein steigt, dann kriegen wir auch mehr Kunden in dem Bereich. Das heißt, wir müssen zeigen, dass es geht. Wir müssen da ein Bewusstsein für schaffen und die Leute motivieren, dass sie nachhaltiger mit ihrem Müll umgehen. Und dann ist es eine Mischung aus Bildung und aus Sammeln und aus Recyceln. Wenn man den Müll sieht, dann ist doch die Frage, welche Zusammensetzung, welche Art von Müll ist das? Und dafür setzen wir künstliche Intelligenz ein. Und zwar nutzen wir halt Bilderkennungsalgorithmen, die Objekte detektieren und zählen. Die Idee ist zum Beispiel dabei, dem Verarbeiter, also der Firma, die dann hinten dran den Müll bekommt, auch schon Informationen über die Qualität des Mülls zu geben. Wie viel Plastik, wie viel organischer Anteil ist da? Gleichzeitig sieht man dann, welche Zusammensetzung der Müll hat. Also man bekommt eine Art Statistik. Habe ich viele Verpackungen oder habe ich viele Becher? Weil wenn ich das weiß, kann ich natürlich auch ansetzen, wo kommt der Müll her, wo hat der Verbraucher den erzeugt und kann das wieder zurückkoppeln. Das ist der Punkt, der einfach wirklich extrem wichtig ist. Denn wir mit unserer Technologie, wir räumen quasi auf. Da ist das Plastik aber schon in die Flüsse gekommen. Die Daten helfen uns dabei, dass überhaupt gar kein Plastik mehr in die Flüsse gekommen. Denn nur so können wir das Problem lösen. Wir können analysieren, was für Plastik, in welchen Mengen und sogar wo es in den Fluss eingetragen wird. Und das hilft uns halt in Zusammenarbeit mit Regierungen, Behörden, anderen Einrichtungen, Empfehlungen herauszugeben, um diesen Eintrag zu stoppen. Kurzfristig ist das nächste Ziel natürlich erstmal, dieses Boot jetzt wirklich in den Einsatz zu bringen. Wir haben mehrere potenzielle Projekte, wo wir eben Masse an Müll rausholen können. Und das ist eben die Stärke von unseren Booten. Das ist das kurzfristige Ziel. Langfristig gibt es natürlich mehrere Ziele. Als erstes natürlich ist der Part, dass wir auch uns um das Recyceln kümmern. Auch das Vorbereiten auf dem Boot. Weil es macht nur Sinn, Müll eben dauerhaft rauszuholen, wenn man es auch weiterverarbeiten kann. Und dann gibt es natürlich weitere Ziele, das Boot noch nachhaltiger zu gestalten. Weil aktuell wird es mit einem Verbrennungsmotor angetrieben. Es gibt da weitere Ideen, über Elektromotor oder auch Wasserstoffmotoren da weitere Ideen voranzutreiben. Die Einbindung lokaler Partner ist fundamental wichtig für die Umsetzung und den Erfolg solcher Technologien. Also wir wollen nicht nur dorthin gehen, die Technologie in den Schoß legen, sondern es soll ein Mehrwert entstehen. Dabei sind wir einfach darauf angewiesen, auch, dass wir als unsere Organisation eben die Partnerschaften bilden. Das ist eigentlich das ist auch ein der Kernelemente der UN Sustainable Development Goals, Global Partnerships. Nur so können wir das Ziel erreichen, eben die Welt nachhaltiger zu gestalten.